In der italienischen Politik ist eine neue Bewegung aufgetaucht, die sich als stille Mehrheit vor allem gegen populistische Anti-Migranten-Rhetorik richtet. Ihre Anhänger nennen sich Sardinen. Und für den rechtsextremen Matteo Salvini sind sie schon jetzt ein Problem. Die Bewegung startete in der wohlhabenden Region Emilia-Romagna im Norden Italiens, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs von linken Parteien regiert wird. Salvini möchte das bei den anstehenden Wahlen ändern. Sein rechtsgerichteter Block hat alle Regionalwahlen 2019 gewonnen. Auch die, so Salvini wörtlich, historische Festung der Linken will er im Januar befreien. Als Reaktion darauf riefen junge Italiener die sogenannte 6000-Sardinen-Gruppe ins Leben, in der Hoffnung, 6000 Menschen zu einer Wahlkundgebung nach Bologna zu locken. Mehr als doppelt so viele tauchten auf und drängten sich wie Sardinen auf dem Marktplatz. Ich bin hierher gekommen, weil ich gegen populistische Politik bin. Ich glaube, dass es in der Politik um Teilen gehen muss und nicht um Populismus und Ausgrenzung, wie bei Salvinis Politik. Auch Salvini ist auf die Bewegung mittlerweile aufmerksam geworden. Ich erinnere mich gern an die Fischer vom Lago Trasimeno. Ich werde bald wieder dort sein, um ein paar Süßwassersardinen zu essen. Sogar ein neues Logo für seine Lega hat Salvini schon vorgeschlagen. Kätzchen für Salvini. Seine Anhänger sollen selbst Bilder von ihren Haustieren beim Sardinenessen einsenden. Von den täglichen Straßenkundgebungen in der Emilia-Romagna hat sich Salvini indes ferngehalten, möglicherweise abgeschreckt von der Aussicht auf dicht an dicht besuchte Gegenkundgebungen.